So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Montag. Es ist selbstverständlich Gymtime. Ich stehe vor der kleinen grünen Wand, die ich aussehen lasse wie ein Gym. Vielleicht heute auch ein anderes Gym. Auf jeden Fall gibt es heute ein neues Top 3 Reloaded Video zum Thema hintere Schultern. Ich habe gerade geschaut, ich dachte nämlich erst, es gibt nur ein altes Video zum Thema Top 3 Schultern. Aber es gibt tatsächlich ein Top 3 zu hinteren Schultern. Und auch das ist super. Ich habe mir gerade nochmal, wirklich gerade nochmal reingeschaut. Die Begründung, besonders die Anatomie dahinter, wie ich das begründe, wie ich die Übungen begründe, sind super. Also unbedingt wirklich das auch nochmal anschauen, wenn ihr so Ursprung und wie verlaufen die Fasern und so weiter, wenn euch das interessiert. Schaut da nochmal rein. Aber die Übungen, die ich da nehme, die Begründung ist super, aber die Übungen, die ich nehme, sind heute andere. Deswegen machen wir wirklich ein Top 3. Reloaded Video zum Thema hintere Schulter, weil ich besonders seit der Zeit auch nochmal extreme Fortschritte mit anderen Übungen bezüglich der hinteren Schulter gemacht habe. Wirklich. Also ich würde wirklich sagen, meine hintere Schulter gehört zu meinen Stärken. Ich finde sie sehr, sehr gut austrainiert und das liegt so an den ersten beiden Übungen, die ich euch heute vorstelle. Und vielleicht nochmal ganz kurz, vielleicht werden jetzt einige sagen, ja, hintere Schulter, so ein kleiner Bereich ist ja auch kein eigenständiger Muskel, sondern ein Teil der Schultermuskulatur. Klein auch von der Fläche und so weiter. Warum widmet man da jetzt so viel Aufmerksamkeit? Ich finde wirklich, dass die hintere Schulter, der hintere Teil der Schulter, wenn ihr euch auch so anschaut, wie man nicht nur von hinten macht es erst den Rücken wirklich schön breit. Die V-Form gibt erst die hintere Schulter so richtig. Aber auch von vorne, wenn ihr euch mal so anschaut, so vom Nacken und dann so, dann diese Rundung, Nacken und dann die Rundung praktisch zur Schulter, ist natürlich auch irgendwo von der seitlichen Schulter abhängig, aber besonders von der hinteren Schulter, dieses plastische Nacken nach hinten und dann diese kleine Kerbe so von der hinteren Schulter. Ich finde es super ästhetisch. Ich finde, das ist so ein Muskel, der das ganze Erscheinungsbild wirklich erst verändert, wenn man die schön austrainiert, wenn man die eben nach oben austrainiert, wenn die schön voluminös ist. Ich finde, das ist so einer der ästhetischsten Muskeln, neben der seitlichen Schulter zum Beispiel, die man überhaupt trainieren kann. Deswegen würde ich euch immer vorschlagen, euch da wirklich drauf zu konzentrieren, auch das Ganze separat mal auszutrainieren, besonders wenn ihr da so ein kleines Defizit habt, was ganz viele haben. Ganz, ganz, ganz viele haben Defizit in der hinteren Schulter. Und fangen wir direkt an mit meinem Top 3, mit meiner drittbesten Übung. From part-time now, full employment in hard times, enjoyment with this fast life, a pasta dine now is semen stroof. Und das ist vorgebeugtes Langhantelrudern breit gefasst. Als Supersatz mit Rudern. Ich sage euch ganz kurz, warum ich das auch als drittbeste Übung nehme. Zum einen möchte ich euch einfach sagen, dass ihr beim Rudern schon die hintere Schulter trefft. Viele denken, dass es nur die hintere Schulter trefft, wenn ihr ganz, ganz breit fasst. Das stimmt nicht. Auch bei Ruderbewegungen, auch wenn ihr die Arme etwas tiefer habt, auch wenn ihr wirklich schön rudert, auch am Kabel, auch besonders mit der Langhantel, trefft ihr bereits die hintere Schulter schon in einem gewissen Maße. Und das ist ganz wichtig, weil ich euch einfach sagen will, trainiert, wenn ihr die hintere Schulter trainiert, lieber mit dem Rücken zusammen, weil ihr habt sie schon vorbeansprucht. Wenn ihr rudert, habt ihr die hintere Schulter schon ja, zum Teil trainiert. Und dann noch ein bis zwei Übungen nochmal hinten dran und das reicht dann wirklich aus für die hintere Schulter. Viele denken dann immer, hintere Schulter gehört ja zur Schulter, also trainiere ich sie bei der vorderen und seitlichen. Würde ich nicht machen. Bei Drückbewegung habt ihr sie nicht drin, bei Zugbewegung habt ihr sie drin. Deswegen lasst sie ruhig da drin. Deswegen beim Rudern trefft ihr sie schon. Wenn ihr aber jetzt zum Beispiel diese Kombi macht und ich liebe diese Kombination als letzte Rückenübung und als erste hintere Schulterübung zum Beispiel, also so als letzte, ja, praktisch, ihr habt mich verstanden, nehmen wir nochmal die Langhantel breit mit wenig Gewicht, beugen uns nach vorne und ziehen richtig schön aus der hinteren Schulter. Versucht sie zu fühlen, versucht sie anzuspannen, breit, damit wir wirklich schön bis oben hin, praktisch wie so vom Gefühl, ziehen wir oben eben noch zur Mitte zusammen. Deswegen haben wir auch breit gefasst, wir treffen sie wunderbar. Und dann, wenn die nicht mehr kann mit dem leichten Gewicht, gehen wir nochmal enger und machen nochmal das normale Rudern. Dann treffen wir mehr den Trapez, den Latissimus noch ein bisschen, aber auch noch etwas die hintere Schulter und können sie so richtig schön so von zwei, also so mit zwei Übungen sozusagen richtig, richtig schön ans Limit bringen. Wunder, wunder, wunderbare Übung, die euch eben zum einen erklärt, dass man die hintere Schulter ja mit dem Rücken zusammen trainieren sollte. Da seht ihr es auch sehr, sehr schön. Und zum anderen, dass diese Übung einfach sehr, sehr gut geeignet ist, eben um die hintere Schulter richtig schön zu treffen. Go hard and just stop. Auf dem zweiten Platz sind
Das war im ersten Video auch ein bisschen so, aber hier ist eine andere Variante drin. Ja, Reverse Butterfly fliegende, Reverse fliegende mit Kurzhanteln, aber im Sitzen vorgebeugt. Ich finde, das ist wirklich die beste Variante, um einfach sich nicht auf den unteren Rücken konzentrieren zu müssen, um nicht Stabilität zu halten. Hinsetzen, ganz auf die Kante, nach vorne beugen. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr euren Winkel findet. Und deswegen finde ich die Übung auch, die wäre fast auf Platz 1 gekommen. Da fehlt aber eine Sache, die erste Übung sozusagen hat. Ganz nach vorne lehnen, schön euren Winkel suchen. Man kann nicht sagen, wo genau euer Winkel perfekt ist. Ihr müsst sie fühlen. Nehmt erstmal wenig Gewicht, kleine Kurzhanteln. Versucht sie ruhig auch ohne Kurzhantel mal zu fühlen. Wo kriegt ihr den besten Pump? Bei welchem Winkel? Wo ist er ungefähr? Bei mir ist er ungefähr so 45 Grad praktisch vom Körper weg. Und da richtig schön hochziehen und oben in die Kontraktion, richtig, richtig die Kontraktion fühlen, unten den Arm wieder gerade machen und immer einen kleinen Bogen einbauen. Trotzdem den Arm, wenn ihr nach oben geht, leicht anwinkeln. Ihr habt den Zug dann ja durch die Oberarme, habt ihr Hebel drauf. Das heißt, ihr zieht und verändert den Hebel, macht ihn etwas kleiner. Nach unten hin vergrößert ihr den Hebel und lasst die Arme wieder richtig schön lang. So haben wir möglichst lange Spannung auf der hinteren Schulter. Man kriegt einen wunderschönen Pump. Man kann den Winkel suchen sich selbst. Man kann auch schauen, wie aufrecht man sitzen will, wie hoch will man die ziehen. Das ist auch mal so ein bisschen Unterschied. Manche fühlen die ein bisschen mehr, wenn man die ein bisschen höher zieht. Manche ein bisschen mehr nach hinten. Ihr könnt die genau für euch wirklich anpassen. Deswegen mein absoluter Tipp, wenig Gewicht starten. Versucht die ein bisschen aufzupumpen. Versucht da euch wirklich reinzudenken. Mein Muscle Connection, versucht da wirklich zu schauen, wo fühle ich die? Wo fühle ich die Kontraktion am besten? Diese Endkontraktion kriegt man da wahnsinnig schön hin. Und als kleiner Tipp, diese Übung genauso wie bei der ersten, also bei der Top 3, bei der dritten, praktisch erst im Bogen die hintere Schulter machen. Wenn ihr da gar nicht mehr könnt, Ellenbogen an den Körper und noch ein paar nachrudern. Ein genialer Supersatz. Auch das ist so eine super Übung, so wie die davor. Macht nicht beide, aber die könnt ihr zum Beispiel auch als letzte Rückenübung nehmen, weil ihr dann ja nochmal das Rudern macht, und als erste hintere Schulterübung. Deswegen auch perfekt, um es zusammen einfach zu machen. Genial. Also wirklich hintere Schulter, erstmal voll Fokus und dann, wenn es nicht mehr geht, Arme nach hinten zusammen und wirklich nochmal rudern. Dann habt ihr schön den oberen Trapez mit drin, den Trapez, ein bisschen Latissimus und ein bisschen insgesamt den Trapez. Wahnsinnig, wahnsinnig schöne Übung, um eben so einen Rückenworkout abzuschließen und praktisch die hintere Schulter nochmal zu starten. Ich liebe diese Übung, deswegen will ich euch die so ein bisschen erklären. Fühlt sie, versucht sie wirklich auf euch genau abzustimmen. Und auf Platz 1 ist nicht Facepulse, wie jetzt viele vielleicht denken würden. Viele, deswegen ist es auch eine sehr, meiner Meinung nach, eine etwas subjektivere Top 3. Einige fühlen Facepulse sehr, sehr gut in der hinteren Schulter. Würden sie vielleicht auch als für sich die beste hintere Schulterübung nehmen. Ich fühle Facepulse ganz okay, immer besser, aber ich habe bis heute das Problem, die hintere Schulter, und theoretisch ist es auch richtig, Facepulse ist eine gute Übung, weil wir die Außenrotation mit reinnehmen und die hintere Schulter ist auch für die Außenrotation mit verantwortlich, mit zuständig sozusagen für die Außenrotation. Das heißt, wir rotieren auch ein bisschen nach außen und theoretisch gesehen ist es eine gute Übung. Ich fühle sie nicht so gut und die meisten von euch auch nicht. Warum? Weil wir eben die Faserverläufe, ich habe das im ersten Video damals auch schon sehr, sehr gut erklärt, die Faserverläufe ziehen. Also der Arm soll nach oben ziehen hauptsächlich. Natürlich, sie rotiert auch nach außen, aber dieses nach oben ziehen, wenn ihr Facepulse macht, besonders von oben, und ihr versucht eine Außenrotation mit einzubauen, zieht man automatisch immer so ein bisschen eher nach unten. Das heißt, die Oberarme ziehen eher nach da, sollen aber nach da. Das heißt, macht es einfach mal nach, vom Gefühl. Zieht mal, versucht die mal anzuspannen. Ihr spannt nach da an und nicht nach da. Nach da spannt ihr Latissimus an und die hintere Schulter ist nicht viel drin. Das macht ihr aber automatisch ein bisschen bei Facepulse, wenn ihr ein bisschen nach außen rotiert, dass ihr so ein bisschen praktisch neigt, den Oberarm praktisch nach hinten unten zu ziehen. Ihr sollt aber nach hinten oben ziehen. Deswegen kriege ich da keinen guten Pump rein. Das so viel zum Thema Facepulse. Ihr könnt sie ausprobieren. Ich finde sie zum Beispiel auch mit Gummibändern, fühle ich sie besser. Facepulse, eine gute Übung, subjektiv gesehen, nicht die beste hintere Schulterübung. Für mich ist die beste hintere Schulterübung tatsächlich, und damit habe ich die besten Erfolge gemacht, eine Reverse Butterfly Maschine. Das ist absolut die beste Übung für die hintere Schulter, wenn ihr sie richtig macht und wenn ihr sie richtig fühlt. Warum? Der erste größte Punkt ist die Belastungskurve. Ich habe wirklich gemerkt, und das habt ihr bei Facepulse zum Beispiel auch nicht, am Anfang habt ihr einfach kaum Widerstand nach außen. Ihr zieht erstmal und der Widerstand geht noch nicht so stark eben direkt nach außen. Also von hier
praktisch nach da. Hier haben wir noch nicht viel Widerstand im ersten Teil. Das haben wir bei Reverse Butterfly eben so, so gut. Das heißt, wir haben bereits Belastung ab Start der Bewegung. Ab dem Start der Bewegung haben wir bereits Belastung. Und ich finde einfach, das ist das, damit habe ich die besten Erfolge gemacht. Eben die Widerstandskurve bleibt gleich. Wir haben dauerhaft Widerstand, besonders auch beim Start. Das haben wir bei keiner anderen Übung so gut wie bei den Reverse Butterflies. Das heißt, wir ziehen aus dem geraden Arm und nach hinten können wir perfekt eben in die volle Kontraktion gehen. Wir haben dauerhaft eine schöne Belastung eben auf der Bewegung. Wir können eben diesen kleinen Winkel nach oben ziehen. Ich würde euch immer empfehlen, hier mit zu drücken. Ich würde euch auch empfehlen, euch nicht hinzusetzen, sondern wirklich mit der Brust praktisch ans Polster zu drücken und euch auch also so ein bisschen nach vorne gelehnter und dann eben das Ganze schön hochziehen in die Peak Contraction. Es ist so eine geniale Übung. Erstens vom Gefühl, zum Zweiten aber, weil wir eben viel Gewicht bewegen können. Ich liebe diese Übung und ich mache sie schwer. Ich taste mich natürlich Step by Step ran, aber ich mache diese Übung schwer. Und seitdem ich sie schwer mache, seitdem ich sie wirklich richtig, richtig schwer wirklich fühle, habe ich wahnsinnig gute Resultate eben in der hinteren Schulter gemacht seit den letzten Jahren. Und ich schwöre auf diese Übung, wenn ihr sie richtig macht. Also Brustpolster, dagegen lehnen, Füße ruhig aufrecht. Also lehnt euch auf jeden Fall schön da vorne. Hier greifen, schön lang machen den Arm. Und wenn ihr nach hinten geht, zieht ihr praktisch so ein bisschen eben genau in den Faserverlauf hinten die Ellbogen so ein Stückchen hoch. Wirklich so die beste Übung überhaupt. Mit der werdet ihr geniale hintere Schultern aufbauen. Versprochen. Wenn ihr Facepulls gut fühlt, könnt ihr selbstverständlich auch machen. Schreibt drunter, welche eure Lieblingsübungen für die hintere Schulter sind. Trainiert auf jeden Fall eher mit einem Pull-Workout oder eher mit einem Rücken-Workout zusammen und verbessert eure hintere Schulter. Es lohnt sich. Es macht eine sehr, sehr schöne ästhetische Form. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Die besten Supplements, Body Nutrition, die besten Hormone und BIP-Wear. Bis dahin, euer Simon.